Hey, ja, hier ist der Snuppen. Willkommen zurück zu Farewell to Dragons, zur Fortsetzung des Spiels. Und beim letzten Mal ein paar Aufgaben erlegt haben, Nebenaufgaben, wo wir vermittelt haben zwischen den Wölfen und den Bären. Und jetzt machen wir weiter mit der Erkundungsfolge, oder Aufnahmesession, sind meistens Folgen. Also sei lieber, wir machen weiter mit den Erkundungsfolgen, wo wir jetzt dieses Gebiet hier komplett erkunden werden, alle Gegner eliminieren, damit wir Erfahrungspunkte sammeln können, die wir brauchen, um weiterzukommen vernünftig, also wo später auch uns weiterhin halten können in Kämpfen. Und ja, mal gucken, was uns noch hier so erwartet. Beim letzten Mal kamen wir ziemlich viel rum, wollte ich sagen. Haben wir ein paar Ortschaften hier begutachtet und ein paar Feinde erledigt. Und ja, ich würde sagen, wir legen mal los. Wir sind jetzt hier. Das kann ich leider nicht einsetzen. Keine Ahnung, wieso das nicht mehr geht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Wir sind jetzt beim Shan Castle. Da gehen wir natürlich auch hin zum Dragon's Dungeon. Aber erstmal gehen wir hier ein bisschen rum und gucken, was wir hier so. Oh, hier sind auch noch Kisten, die wir erledigen können. Na dann. Dann Curing Potion. Na gut, okay. Lederrüstung. Nehme ich auch gerne mehr mit. Nehme ich auch gerne mit, Mann. Verdammter Mist. Dann Curing Potion. Talisman of Water. Aha. Und. Da ist nichts drin. Und noch eine Curing Potion. Naja, gucken wir mal, was wir hier jetzt gesammelt haben. Eine Rüstung dabei, eine Lederrüstung für Loiva Protection 30. Haben wir schon. Hier haben wir noch eine bessere hier, also ist das nicht so gut. Nur Morgenstern. So, jetzt haben wir noch einen Morgenstern hier. Hier haben wir noch Handschuhe. Aha, wozu bräuchte ich die? Die haben wir noch, die wollte ich euch verkaufen. Aber wollte ich welche davon benutzen? Die konnte ich nicht benutzen, war das irgendwie sowas? Die wollte ich glaube ich haben. Kann ich die denn nehmen? Was war mit denen? War mit denen irgendwas? Ne, ich kann die benutzen. Gut. Wer kann die gebrauchen? Protection 4. Dann kriegt er die erstmal. So. Dann nehmen wir die. Und rüsten den damit aus. Ja. Dann noch ein bisschen eine bessere Handschuhe kriegen hier. Gucken wir hier nochmal so rum. Aber hier ist nichts. Wie es aussieht. Momentan ist die Anti-Hour für alles. Also das heißt, da gibt es nichts für die Magie zu tun momentan. Wobei ich nicht genau weiß, ob das wirklich einen Unterschied macht. Denke mal, wahrscheinlich der Schadenswert wahrscheinlich ein bisschen niedriger, denke ich. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob das so viel Unterschied macht, ehrlich gesagt. Das ändert sich, glaube ich, nicht durch den Mana. So. Die brauche ich, glaube ich, nicht. Morgenstern brauche ich nicht. Die behalte ich. Die brauchen wir auch nicht. Die brauche ich auch nicht. Diese Amulette, wie behalte ich alle? Ach, hier haben wir noch was anderes erhalten. Stimmt. Hier haben wir noch ein Talisman of Water erhalten. Physical Damage plus 30. Strength plus 8 und Attack Speed plus 4. Wer kann die gebrauchen? Na, er vielleicht? Oder sie? Ja? Oder sie? Ah, ich glaube hier Vader kann die gebrauchen. Vader kriegt die. Wo ist er jetzt? Da ist er. Vader bekommt den. Wir brauchen den nämlich nicht. Wir haben nämlich kein Physical Damage. So, das kann dann weg. Das verkaufe ich. Ist dann so ein okay. So, habe ich jetzt eigentlich alles verkauft? Ich glaube schon, ne? Die brauche ich auch nicht. Warte. Ich muss natürlich auch zum Händler gehen hier. Wir sind ja bald hier, wie ich merke. Mal wieder. Wie immer am Anfang einer Session. Ich habe ja keine Ahnung von nix. Kann die auch verkauft werden. Beim letzten Mal voll vergessen, ne? Ja, okay. Jetzt haben wir auf jeden Fall alles. Aufgaben haben wir noch nicht mehr zu erledigen. Wir gehen mal. Ich denke mal, wir gehen mal immer hier rein. Hier auf die Seite. Also. Gehen wir mal hier hin. Gucken, was uns hier so erwartet. Oh, Telly ist auch ein bisschen schnell unterwegs jetzt. Hier hat ja neue Schuhe.
Oder, ah ne, sie hat einen neuen Perk, so war das. Schuhe alleine bringen machen wir nicht so schnell, nur den Perk. Was hat sie denn jetzt an Geschwindigkeit? Das gilt als very fast. Also gilt als very fast, ey. Ist ein Unterschied zu normal. Wie vorher. Ja, sieht's aus. Okay. Alter, sind nur Feinde. Was haben wir denn hier? Ah, Assassins. Na gut. So. Okay, greifen wir mal nur an. Wer wird angegriffen? Natürlich Tell. Natürlich wer sonst? Ist ja klar, ne? Was wollen die hier von uns? So, Assassins wird euch erledigt. So. Das war's mit dem Assassin. Mana Potion Gold. Chain Armored Loops. Königposten, Boots sind hier auch noch. Nochmal Handschuhe und nochmal eine Königposten. Oh, sammeln wir uns hier nochmal neu. Boots, was haben wir hier für Boots? Protection 4 brauchen wir glaube ich nie mehr. Wir achten nur auf die Protection, die mir momentan wichtiger um sie zu geben. Armored Loaves, Protection 5. Ah. Vielleicht gleich. Oder die. Protection 5. Was haben wir hier für Protection 5? Protection 5, Protection 4, 15 bis 33 und Movement Speed. Glaube ich, die gebe ich trotzdem mal rüber. Was kann ich damit gebrauchen? Okay, Attack Speed, Critical Chance. Ja, können wir gleich wieder ersetzen, die wir hatten. Naja, gut, so ist das. Am Herr, kriegst du jetzt die. Boots Protection 4, hat noch jemand schlechtere Boots hier? Ich glaube nicht. Der hat noch eine Protection 4. Ja, nochmal eine kritische Chance, können wir noch erhöhen, wenn wir wollen. Wollen wir das machen? Ich glaube, wir wollen die kritische Chance hochtreiben, ne? Ich denke mal, das ist eine coole Idee. Komm her. Dann kriegst du dir mal neue Handschuhe. Mal wieder und neue Schuhe auch. So. Und die kritische Chance sind deutlich höher. Das heißt, er macht deutlich mehr kritische Treffer. Das heißt, der wird noch tödlicher. Wobei unsere Fernkämpfer sind gar nicht mal so schlecht, unsere Gewehrleute. Ja, die machen richtig viel Schaden. So. Okay, aber trotzdem gehe ich hier nochmal. Hier unten rum. So, hier war ich aber schon, ne? Aber ich gehe nochmal hier entlang und mal gucken. Ja. Okay. Da ist aber nichts weiter. Hier war also gar nichts los. Gehen wir mal hier noch zu diesen Fitzelchen der Karte. Ja, ist halt kein Problem eigentlich. Sollte es kein Problem darstellen, um mal so zu formulieren. So. Okay, da ist nichts. Hat mich auch überrascht. Geh hier nochmal hin. Gehen wir nochmal vorbei in dieser Stadt, dieser Stadt hier oder an dem Dorf. Und dann werden wir nochmal. Was? Lay Sister of Beer? Das soll eine Schwester sein. Ach doch, ja, tatsächlich. Dachte mir, wäre wieder ein Schreibfehler, aber. Nein, diesmal wohl nicht. Man weiß ja nämlich Bier nie so genau mit dem Schreiben. Das ist ein ziemlich fehleranfällig. Als hätte das irgendwie keiner, als hätte man das teilweise so einen Google-Übersetzer gejagt. Ohne dass man nachdenkt, ob das richtig sein könnte. So wirkt die Texte teilweise, aber andere Texte sind auch total sinnlos. Weil ja die Namen immer ändern, sich plötzlich die Namen wechseln, wenn zwischen dem Namen hier und dem, die man in Dialogen hat. Ganz seltsam. Okay, was kann ich hier verkaufen? Was brauche ich hier nicht mehr? Hier, er kann das verkaufen. Bisschen Geld haben wir ja genug, was passiert, wenn ich jetzt voll werde damit, mit dem Geld? Keine Ahnung. Geh ich mal hier hin. Und wieder los hin. Papier haben wir noch nichts mehr. Alles hier abgegrast.
Guck nochmal. Ich bin mir im Überlegen übrigens, ob wir beim nächsten Mal direkt mit dieser, mit dem Ding hier fahren oder wieder zurückgehen. Ah ja. Hier werden wir mal angegriffen. Von Tigern. Ja, oh, wir aufgestiegen. Tell. Tell ist aufgestiegen. Na dann, ist ja eine interessante Sache. Tell ist aufgestiegen. Gut. Tell, was kriegt denn Tell? Tell bekommt mehr Bild. Und Intellekt auf jeden Fall. Und ja, Agilität bitte auch. Perks haben wir nicht. Skillwalk. So, den habe ich schon vorbereitet. Den habe ich auch. Den mache ich trotzdem mal. Und Eva's Prayer. Ja, damit wir besser heilen können. So. Dann war es das schon. War ziemlich schnell, war ziemlich zielstrebig diesmal. Ja, im Grunde mittlerweile sind wir auch in einem Stadion angekommen, wo man wirklich sagen kann, die Charaktere machen das und das. Ja, also. Im Grunde hat man nicht mehr viele Möglichkeiten, die man noch stufen möchte. So, jetzt gehe ich mal hier oben, mache ich mal komplett den Nordteil. Ich wollte da hin. Ich mache mal den Nordteil hier komplett. Also, die Seite, dann hier den Rest. So. Okay. Hier ist keiner. Na gut, dann, wenn das so ist. Gehen wir mal hier entlang. Was damit auf sich hat. Ich weiß nicht so genau. Warum das. Das ist ein Bug. Das muss ein Bug sein. Dass er plötzlich 500 Mana braucht. Warum? Hier waren wir schon. Wie man sehen kann. Hier waren wir schon. Wahrscheinlich eben. Aber beim letzten Mal. Ich weiß nicht. Ich glaube bei eben. Nee, das war beim letzten Mal. Vielleicht beim letzten Mal liegen die auch noch hier rum. Guck mal an. So, dann muss ich hier oben auch noch hin. Ja, die Gruppe ist ja schön zusammen, weil die fast alle gleich schnell sind. Das ist eine coole Sache. Ja, ist ja gegen Baum gelaufen. Tell ist gegen Baum gelaufen. Warum macht die das? Ja, Fragen, die Welt nicht bedeuten, wie viel, aber. Nur seltsam. Dass die Charaktere das nie merkt, dass sie gegen Bäume laufen. Hier sagen wir auch nichts weiter. Nur trotzdem mal, ja, halbe Kunde komplett. Gehen wir mal hier, mal ganzen, den Namen abnehmen hier, den ganzen Namen mal aufdecken. Schadencastle. Gegen Bäume haben die wirklich Probleme hier. Schrecklich. So. Ah, hier, Ratten. Nur eine Ratte? Die hat ganz viel dabei sich gehabt, hä? Potions? Jede Menge Potions? Warum nur eine Ratte? Keine Ahnung, warum nur eine Ratte? Auf jeden Fall nur eine Ratte. Wo sieht's aus? Naja, egal. Wo kommst du denn her? Wieso warst du nicht dabei? Ha? Hat das verpasst? Ja, die sieht fast so aus, ne? Hätte ich was verpasst, naja. Okay, auch niemand da? Doch, da. Ah, Ravens. Ja, was, der liegt immer noch. Ich dachte, der war schon tot, dachte ich, aber hab ich vulgiert. Ja, aber kein Problem für uns. Okay, Gold, Potions. Aber jede Menge Posen mittlerweile. Hauberk, Armored Loaves und Combat Bow. Combat Bow brauche ich leider nicht. Ist leider so. Na gut, Hauberk. Protection 9. Die sind auch mit Protection 9. Protection 9. Protection 8. Aber der hat noch eine Protection 10 hier drin. Ja, aber wer. Gut, der Text hier haben wir eigentlich genug.
Hier, toll, ich krieg wieder was. Den muss ich auch mal ein bisschen aufstufen. Protection 5. Radical Damage. Und direkt vor. Oh. Oh, das ist gar nicht mal so schlecht. Dann krieg ich das Zell mal. Spendiert. Das ist gar nicht mal so schlecht, denke ich. So, du kriegst jetzt. Ja, und das Ding auf dem Kopf. So. Wer weiß für wie lange. Nächste Level müssen wir auch bald haben. Habe ich nicht, gerade nicht geguckt, aber. Egal. Ah, Bären. Bären sind hier. Na dann. Wieso weniger jetzt? Power of Water. Jetzt brauche ich weniger. Kann ich ja damit zusammen, meiner Tageszeit? Das ist echt so? Jetzt kriege ich keine mehr nehmen. Hat man nichts dran geändert? Ha. Kann am Tageszeit liegen, ob man einsetzen kann oder nicht? Aha. Interessant. Ja. Gut, da macht es natürlich so ein bisschen Sinn. Da macht es vielleicht doch ein bisschen Sinn hier. Dass man dann. Dann müsste das doch deutlich mehr brauchen. So tut es, glaube ich, auch, ne? 268. Wollen wir dann mehr Mana für denselben Effekt? Kann ich auch so rum sein. Statt weniger Schaden oder so, sondern einfach mehr Mana-Einsatz. Kann möglich sein. Nehmen wir mal hier weiter. Ja, Tel kommt ein bisschen hoch. Wieder Lebensenergie, das ist gut. Warten, nee, noch nicht. Aber so viele Leute hier. Nein, ich renne hier da nicht sofort hier hin. So. Naja. Ach, da noch einer. Wie geil, ich hab den nicht gesehen. Ich dachte, er wäre jetzt hier bei Tel gewesen. Aber nein, war er nicht. Gut. Aber war mir ein bisschen blöd. Ich habe jetzt mich so positioniert, dass die Fernkämpfer direkt wieder im Nahkampf sind. Ja, ziemlich doof. Aber ist ja nichts passiert. Also alles halb so wild. Aber doof war es trotzdem. Muss man mal erwähnt haben, aber... Naja, egal. So. Keine Musik mehr, jetzt hört man richtig die Stimmung her. Hm, hat man mal als Vogel, du Gezwitscher. War ja auch mal interessant, atmosphärisch. Das stört ja die Musik. Ja, aber egal. Weil immer die, als immer dieselbe ist, ja, aber. Ich höre ich auch nicht mehr. So. Das ist ein Ratten. Ja. Okay. Man kann sich viele Erfahrungspunkte geben, diese Ratten, ne? Haben wir sie auf jeden Fall erwischt. Was war denn jetzt? Ja, renn mal hier, den oben rum am Schloss entlang. Das Schloss Ruine, besser gesagt. Was ist das denn her? Naja, will jetzt hier angreifen und klar. Was wollen die von uns? Alle erwischt, alle tot. Mana Potion, Gold, ey, wie viel Gold haben wir mittlerweile? Sollte mich genug sein. Ballista, Cooling Potions. Und dann unten eine Ballista. Okay, Ballista, brauchen wir nicht. Da ich keine Person dafür habe, die wirklich gut einsetzen könnte, hätte ich was früher anders machen müssen, um da eine Person richtig gut dafür auszurüsten. Hier sind da Bären unterwegs. So.
Okay. Oh, da sind wir daneben gegangen. Der Schuss von Tell hat sich gerade bewegt, dieses Mistvieh. Blöder Bär. Gut, wir haben sowieso nichts für Greenpeace hier, dieses Spiel. Mit den ganzen bedrohten Tierarten, die wir hier einfach auslöschen, aber. Naja, ist halt nur eine andere Welt. Da geht das. Oh. Okay, hier kann man dann nicht mehr rum. Bisschen seltsam, aber. Wo ist das? Und das haben wir erkundet. Können wir hier noch rum? Müssen wir nur mal gucken hier, wo es uns dann hinführen wird. So. Gehen wir mal hier hin. Ne? Gehen wir mal in dieses Schloss. Erkunden wir es mal. Dann müssen wir so hier mal hier rumlaufen. Schloss Ruine mit einem Dragon's Dungeon. Das ist eigentlich da, gleich bedeutet damit, dass es halt ein Schloss der einst geflügelten Herrscher war. Ja, in der Geschichte der Spielwelt ist so, da waren Drachen früher die Herrscher über die Menschen oder über alle anderen Lebewesen. Also quasi die Könige dieser Welt waren Drachen ursprünglich. Dann wurden die irgendwann von den Magiern vertrieben und getötet, besser gesagt. Und... ja, dann haben die Macht an sich halt an sich gerissen. Und jetzt gibt es halt die Bedrohung durch einen neuen Drachen. Weswegen wir ja auch gerufen werden, um der Bedrohung entgegenzutreten. Weil wir auch dafür wieder, wobei wiederum andere vermuten, dass wir auch verantwortlich dafür sind, dass überhaupt der Drache kommen wird. Ja, das ist halt, das ist die ganze Geheimnis der ganzen Sache, weswegen wir halt auch gejagt werden. Man jagt uns, weil man verhindern will, dass wir überhaupt auf den Drachen treffen und beziehungsweise er überhaupt wegen uns hierher kommt. Weil viele das glauben, dass das so passieren wird. Und viele glauben das nicht, weil die Wassermagier zum Beispiel. Aber Rithor als ehemaliger Drachentöter glaubt das. Deswegen er uns. Ja. Ich bin auch jagt. So, mal gucken, was haben wir hier alles? Gold. Nehme ich gern mit. Lederrüstung, aha. Kommen wir nicht dran? Doch. Kommen wir doch dran! Ja, also, es gibt Leute, die meinen, der Drache kommt erst überhaupt hierher, weil es den Drachentüter jetzt gibt in dieser Welt, nämlich uns. Aber andere sagen, aber manche glauben aber auch, dann entsprechend wir der dafür sorgen, dass wir, dass die geflügelten Herrscher nicht mehr die Macht übernehmen können, ein weiteres Mal. Ja, also das ist quasi das Geheimnis dieser ganzen Welt. Ja, es wird im Spiel nicht so thematisiert. Ja. Das war mal allerdings, muss man auch zugeben, im Buch allerdings auch nur, weil es dann andere Charaktere halt erzählen. Halt unter sich zum Beispiel. Und das wissen wir entsprechend nicht im Spiel, weil wir ja nur Victor spielen. Das ist halt der Unterschied, dass wir quasi wirklich nur eine Geschichte aus Victors Sicht mitbekommen. Und wenn man das, wenn man quasi die Kapitel der anderen Charaktere aus dem Buch überspringen würde, könnte wahrscheinlich sein, dass man auch nicht so viel mehr weiß, wie wir eigentlich wissen hier im Spiel. Ob das jetzt gut ist oder nicht, ja, kann man sehen, wie man möchte. So gesehen, es ist sinnvoll, dass man nichts weiß, aber aufgrund, dass man halt Buch liest, im Buch halt anders ist, wenn man da die Sicht der anderen Charaktere mitbekommt, ist natürlich dramaturgisch, ja, spannender als hier, wo man nichts weiß. Weshalb und wieso.